Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin selbst Krebsaszendent und ich bin eure Astrologin und ich möchte euch durch eure Konstellation des Monats führen. Es wird ein guter Monat für Krebse in fester Partnerschaft. Ihr könnt romantische Pläne machen und erlebt Familienglück. Krebs-Singles können einen heißen Flirt mit der Vorstandsetage wagen. Vielleicht macht euch auch der Chef schöne Augen. Nicht ganz ungefährlich, aber sehr prickelnd. Bevor wir näher einsteigen, hier noch der Hinweis: Ich habe diesmal wieder eine Verlosung. Mehr darüber erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, liebe Krebse, wie sieht es aus mit eurem Erlebnishintergrund, den langfristigen Aspekten? Natürlich weiterhin, wisst ihr ja schon, macht Planet Pluto im Partnerhaus, also Begegnung mit wichtigen, einflussreichen Menschen, die also sehr prickelnd und geheimnisvoll wirken und irgendwie auch das Potenzial haben, euer Leben auf den Kopf zu stellen. Vielleicht auch einfach Entwicklungen in der Partnerschaft, dass ihr euch da neu seht, dass ihr euch da wandelt. Also das ist schon sehr tiefschürfend und sehr ergreifend für euch. Manche haben es schon durch. Die Krebse der ersten Dekade sind jetzt schon so langsam durch mit dieser Entwicklung. Ihr wisst, was ich meine. Und aktuell steht der Pluto ganz genau oder spüren den Einfluss am stärksten diejenigen, die zwischen dem 9. und 13. Juli zu tun haben. Für euch gilt natürlich auch ganz besonders, wenn ihr eine neue Begegnung mit so einem Menschen habt, dass ihr euch Zeit nehmen müsst, den kennenzulernen. Ne? Denkt dran, 90-Tage-Regel. Erst nach 3 Monaten kann man die Partnerschaft ernst nehmen. Nach 3 Monaten kann sich noch mal alles ändern und so viel Zeit solltet ihr euch unbedingt nehmen. Und wenn ihr so jemanden kennenlernt und der dann euer Leben umkrempeln will, obwohl ihr es eigentlich ganz gut findet, so wie es ist, das solltet ihr euch dann auch nicht unbedingt gefallen lassen. Ja, also das muss schon in Übereinstimmung mit euch selbst sein. Das Potenzial ist da, dass ihr durch eine Partnerschaft gewandelt werdet, auf jeden Fall. Oder eben auch, dass in einer festen Partnerschaft etwas passiert, was einen Wandel in eurem Leben nach sich zieht. Aber ihr solltet schon damit einverstanden sein. Wenn ihr euch dagegen wehrt und sträubt, dann wird es eben unangenehm. Also vor allen Dingen sollte man dann eben neuen Leuten nicht gestatten, das eigene Leben einfach so umzugraben. Das ist ganz wichtig. Dann habt ihr ja Jupiter, den Glücksplaneten im Haus der Familie. Das ist wirklich sehr schön. Ich merke das auch, ich bin ja Krebsaszendent. Ich habe in den letzten Monaten, also überhaupt seit Jupiter über mein spitze viertes Haus gegangen ist, habe ich eine super Zeit mit der Familie, mit meiner Tochter, zu Hause, ne, mit vielen Festen und Einladungen. Und viele Krebs- oder Krebsaszendenten können das eben jetzt erleben, dass ihr eigenes Heim ihnen Freude macht, dass sie viele Leute einladen, dass da einfach das Glück zu Hause ist und dass sie auch, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, dass sie dann eben auch Unterstützung und Rückhalt von Seiten der Familie bekommen. Das ist also auch sehr, sehr hilfreich. Da könnt ihr euch jederzeit drauf verlassen, seien es eure Eltern oder eure Kinder oder beide oder auch weitere Verwandte. Da ist auf jeden Fall immer jemand für euch da. Auch wenn der Jupiter natürlich auch im Quadrat auf die Krebssonne steht. Das heißt, es ist auch manchmal ein bisschen aufregend. Kann man sich ja auch vorstellen, also kann ich eben aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man jetzt viel da erlebt und viel Besuch hat und viel feiert, dann ist das eben auch aufregend und anstrengend. Aber es ist meistens doch irgendwie eine positive Anstrengung und das solltet ihr auch wirklich mitnehmen und genießen. Jetzt kommt, ach so, und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 13. und 18. Juli Geburtstag haben. Jetzt kommt aber die Krux dabei und das ist hier, dass das Ganze in der Spannung steht zu Uranus und der steht für euch im Haus der Karriere. Das kann eben mit sich bringen, dass Anstrengungen für eure Karriere oder für euer Fortkommen oder eure Ziele zu Konflikten mit Familienmitgliedern führen oder ihr einfach das Gefühl habt, oh, ich habe nicht genug Zeit, ich reibe mich hier auf oder ich werde zerrissen zwischen diesen beiden Polen. Das kann so ein Konflikt sein, ne? Und das Ganze dann hier auch noch in Konflikt zum Partnerhaus, also das wird für euch manchmal schwer, alle diese Energien unter einen Hut zu bringen. Na, dann hat der Partner wieder irgendwas und dann braucht da wieder einer was und dann müsst ihr euch da im Beruf einsetzen. Und die Krebslein sind ja durchaus auch empfindsam und also man braucht schon ganz schön Nerven für diese Konstellation. Also tut auf jeden Fall alles, was euren Nerven hilft. Und damit meine ich jetzt auch wirklich so konkrete Sachen wie, also ich würde auf jeden Fall in dieser Zeit
Vitamin B nehmen, mache ich auch regelmäßig, ne, um die Nerven zu stärken. Das hilft enorm. Und natürlich auch andere Sachen, Sport, Yoga und so weiter. Ne? Alles, was euch so ein bisschen in die Mitte bringt, damit euch diese Sachen nicht so stark da wegreißen können. Und dann habe ich ja auch noch lange über die Psychologie dieser Aspekte geredet, gerade auch mit Pluto im Partnerhaus, dass der Krebs eben auch manchmal dazu neigt, im Stillen zu schmollen, wenn es schwierig wird und der Partner weiß dann nicht, was Sache ist. Und da müsst ihr halt auch aufpassen. Wenn es was gibt, was euch bedrückt, dann redet mit eurem Schatz drüber. Der kann es euch leider nicht von den Augen ablesen. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig für die Krebse zu beachten, ne? Dass ihr nicht aus dem Kontakt rausgeht oder eben in den Liebesentzug reingeht, sondern dass ihr in Verbindung bleibt mit dem Partner. Und dann werdet ihr manches Mal feststellen, dass er im Grunde nur euer Bestes will, aber nicht recht weiß, wie es gehen kann. Ne? Also das ist sehr wichtig. Bleibt immer in Verbindung. Und wenn es gar nicht geht, müsst ihr die Konsequenz ziehen. Ne? Also mancher Krebs muss sich, also hat es noch vor sich, dass er sich vielleicht auch trennen muss, aber man muss es dann tun. Es nützt nichts, in so einer Spannung von schlechten Gefühlen, zu bleiben. Also das nützt wirklich niemandem was. Und das kann dann sogar dazu führen, dass vielleicht der Partner sich von euch abwendet, weil er einfach nicht mehr weiß, wie er es euch recht machen kann. Ne? Da habe ich aber auch noch mal ganz ausführlich erklärt im Jahreshoroskop, könnt ihr euch, wenn ihr das spürt, dass das auf euch zutrifft, könnt ihr euch das dann noch mal anschauen. Genau, also das Opposition Pluto ist ja vom 9. bis 13. Juli, Quadrat Jupiter 13. bis 18. und Quadrat Uranus 12. bis 17. Also das ist alles so ziemlich, liegt alles dicht beieinander. Manche bekommen eben alle Aspekte auf einmal und werden das dann sicherlich auch spüren. Jetzt aber noch zu der guten Nachricht. Es gibt ja noch das Trigon zu Neptun. Der Romantikplanet steht in einem sehr schönen Aspekt. Leider jetzt gerade nicht für die betroffenen Geburtstagskinder, die es von den anderen abkriegen, aber doch für die Geborenen vom 30. Juni bis 5. Juli oder wenn ihr auch vielleicht andere Planeten noch im Krebs in der Position habt, dann bekommt ihr das auch ab. Und das ist halt super schön. Das bringt Romantik und romantische Visionen, weil es im 9. Haus ist, Ideen und auch die Chance auf Reisen, der Liebe zu begegnen, romantische Reisen zu unternehmen, inspirierende Reisen zu unternehmen. Es ist ein sehr, sehr inspirierender Aspekt. Und das ist halt das Schöne. Viele Krebse haben einige Herausforderungen, sind aber trotzdem unglaublich inspiriert und haben immer wieder auch tolle Ideen und helfen auch gerne anderen, was sie dann auch wieder selber stärkt. Das hilft, das bringt euch immer voran, wenn ihr die Kraft habt, euch für eine Sache einzusetzen und Menschen zu helfen. Dadurch erfahrt ihr halt ganz viel Stärkung dann für euch selbst. Ist komplex, deswegen haben wir jetzt so lange drüber geredet, aber euer Erlebnishintergrund, die Sachen, die euch beeinflussen, das ist halt Nummer viel. Ne? So, und jetzt kommt im aktuellen Monat noch Folgendes hinzu. Erstmal der Neumond im Wassermann. Da geht es also um bestehende Beziehungen. Das war am 28. Januar. Der fällt ja hier bei euch ins Ehehaus, ins Achterhaus. Geht also darum, was habt ihr für gemeinsame Werte oder was wollt ihr an gemeinsam auf den Weg bringen? Hier Jupiter im 4. Haus, Familienglück. Also jüngere Paare, für die kann es auch durchaus angesagt sein, sich jetzt mal langsam zur Nachwuchsplanung durchzuringen. Mit diesen Aspekten wäre das dafür ganz genau geeignet. Könnt ihr überhaupt auch wunderbar den Februar für nutzen, weil wir da so schöne Liebeskonstellationen haben. Ne? Also es geht um gemeinsame Werte, die Schaffung etwas gemeinsam oder eben Kinder zeugen wäre auch diese Konstellation. Der Mars steht die ganze Zeit im Quadrat zu euch im Berufshaus. Das ist nicht so ganz einfach, kann euch ein bisschen reizbar machen. Und ab dem 3. kommt auch die Venus dazu. Das ist dann wieder schön. Venus im 10. Haus bringt Charme, das bringt gute Darstellung, das auch gute Verhandlungspositionen. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, flirt mit der Chefetage, denn hier haben wir Venus, Mars, die beiden Liebesplaneten in einem sehr flirthaften Aspekt für euch im Haus der Karriere. Da fängt so mancher halt ein Flirt mit der Chefetage an. Und das müsst ihr halt gucken, ist nicht hier Pluto dabei und so, ist nicht ganz ungefährlich, wie ich schon sagte. Wenn ihr die Nerven dafür habt und das Gefühl habt, ihr habt die Sache unter Kontrolle, dann könnt ihr euch das natürlich erlauben. Aber auch hier gilt wieder, 3 Monate überhaupt erstmal angucken. Ne? Und jetzt mal abgesehen davon, wird ja auch für viele Krebse in einem anderen Haus hier stattfinden, der Quadrataspekt zu eurer Sonne, also die Spannung, zeigt schon, dass sich da auch was tun wird. Es ist also generell ein starker Flirtaspekt, selbst wenn er mit einigen Konflikten verbunden sein sollte.
Das werdet ihr stark spüren. Und viele Krebse trauen sich dann auch mal aus der Deckung und trauen sich mal wieder ins Flirten zu kommen. Das ist schon super für euch. Genau. So, dann wird der Jupiter ja rückläufig. Es kann für euch auch sehr wichtig sein, weil im Familienhaus, es ändert sich die Richtung. Auf einmal weht ein neuer Wind. Müsst ihr mal gucken, wie sich das für euch äußert. Auch hier gilt, das habe ich den anderen Sternzeichen auch schon erklärt, mit Jupiter ist es immer so, dass man vielleicht im ersten Moment denkt, huch, was ist jetzt auf einmal los? Hat mich mein Glück verlassen? Aber meistens führt das dann dazu, dass etwas Besseres noch kommt, noch eine bessere Chance kommt. Und es dann am Ende sich zeigt, dass es genauso gut war, wie es gelaufen ist. Und das betrifft eben für euch das Haus der Familie. Könnt ihr ja mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann geht am 7.2. der Merkur noch in euer 8. Haus. Also sind viele Gespräche auch möglich über, was ihr gemeinsam erreichen wollt. Und vielleicht auch über eine Anschaffung. Merkur ist ja auch der Planet des Handels. Vielleicht schafft ihr euch was an als Paar. Und dann, für euch natürlich sehr wichtig, der Vollmond. Als Krebs ist überhaupt der Vollmond immer eine extrem wichtige Konstellation. Viele Krebse können ja auch echt nicht schlafen bei Vollmond und merken das ganz, ganz deutlich. Für euch findet eben dieser Vollmond auf der Achse 2-8 statt, also eure eigenen persönlichen Werte und die gemeinsamen Werte sind da stark beleuchtet. Also das ganze Thema ihr als festes Paar, was ihr wollt, was euch wichtig ist, was ihr selber als Einzelperson darin für eine Rolle spielt, wird durch den Vollmond dann nochmal beleuchtet. Und irgendwie spielt auch das Thema Familie und Beruf mit rein. Und vielleicht findet ihr zu dieser Zeit eine Lösung, die euch auch irgendwie gefällt. Entweder, da könntet ihr vielleicht einen Familienrat einberufen, dass ihr sagt, pass auf, ich habe so und so viel für den Beruf zu tun, aber die Zeit möchte ich mit euch verbringen. Und das wäre eine gute Konstellation, um eben auch einfach ein Team-Meeting mit der Familie abzuhalten und einfach auch jedem mal eine Aufgabe zu geben, falls ihr Unterstützung braucht. Das könnte euch da richtig voranbringen. Ja? Dann habt ihr am 12. einen besonders guten Tag für euch. Da steht der Mond in der Jungfrau, bildet einen harmonischen Aspekt zur Krebssonne, läuft vorher noch über den Mondknoten, kann vielleicht auch eine schöne Begegnung im Gespräch ergeben für euch. Und auch den 14., den Valentinstag, finde ich ganz gut für euch. Das ist, glaube ich, ein richtig schöner Tag, denn der Mond in der Waage verstärkt die Familienglückstendenzen. Und Jupiter bildet hier einen positiven Aspekt zur Sonne, die für euch im 8. Haus steht. Also das wäre auch wieder schön für bestehende Beziehungen. Also hier haben eindeutig die liierten Krebse die Nase vorn. Während ja eben die Singles weiterhin möglicherweise flirten oder ihre Flirts finden im Bereich der Karriere, was eben, wie gesagt, nicht ganz ungefährlich ist, aber eben auch sehr prickelnd ist. Vielleicht bekommt ihr da ein Geschenk von jemandem, der sich nicht zu erkennen geben will und ihr wisst aber doch, wer es gemeint ist. Also ich denke mal, dass der Valentinstag irgendwie schon ganz schön prickelnd für euch wird. Genau. So, dann Donnerstag finde ich auch noch gut für euch. Da geht nämlich der Mond in den Skorpion, damit ins 5. Haus für euch und betont nochmal die Liebe und die Leidenschaft, auch die Lust auf Sex und hat einen guten Aspekt zu eurer Sonne. Und dann haben wir am 18.2. den Übergang von der Sonne in die Fische. Die geht diesmal schon am 18. in die Fische und damit in einen guten Aspekt zur Krebssonne. Und das ist halt sehr, sehr schön, denn da bleibt sie ja dann den ganzen Monat, berührt also alle Grade der Krebsgeburtstage mit einem guten, schönen Vitaleinfluss und befindet sich dann oben im 9. Haus. Also das heißt, im März wäre es vielleicht auch interessant für euch, eine Reise zu machen, denn die Romantik wartet eben auch auf Reisen oder wenn ihr euren Horizont erweitert da im 9. Haus. Und das wird dann durch die Sonne verstärkt. Genau. Die kritische Phase vom 20., das habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet, die ist für euch wirklich auch nicht ohne, denn sie bezieht eben wieder diese Pole ein, Karriere, Partnerschaft und Familie. Und ich hoffe, dass es euch gelingt, mit der Vollmondkonstellation, die da eigentlich ganz günstig ist, da vielleicht schon zu einer Lösung zu kommen, sodass ihr dann in dieser Phase, wo es ein bisschen angespannt wird, eigentlich schon wisst, wo es lang geht und vielleicht auch die anderen daran erinnern könnt, dass ihr euch da schon auf was geeinigt hattet. Das wäre da sehr hilfreich. Denn es kann wirklich zu schwierigen und aggressiven Situationen kommen, eventuell eben wirklich auch im Bereich der Arbeit. Hier ist also Karriere jetzt, ne? Also Vorstand und so.
Da haben wir also Mars, Uranus, das ist echt eine aggressive Konstellation. Vielleicht werdet ihr da ja auch von einem Vorgesetzten zusammengestaucht, vielleicht gab es da auch ein Missverständnis. Also es kann auch gut sein, dass ihr dann einfach ein bisschen Unterstützung von der Familie braucht, um euch wieder aufzubauen. Und hier würde dann wieder greifen, dass ich gesagt habe, wenn euch was drückt, nicht schmollen, nicht in der Ecke sitzen, sondern wirklich euch den Menschen anvertrauen, die euch lieben, damit sie euch dann auch helfen können. Ne? Genau, und dann haben wir ja am 26. den Übergang von Merkur in die Fische, steht da eigentlich ja gut für euch, aber wir haben dann da auch diese Sonnenfinsternis. Das ist dann auch gleichzeitig der Neumond, der steht für euch super, einen guten Aspekt zur Krebssonne und gibt euch wirklich auch romantische Visionen ein. Und von daher gehört ihr vielleicht sogar zu denjenigen, die da auch ein bisschen helfen können, schlichten können oder dafür sorgen können, dass die Menschen liebevoll zusammenhalten, sollte es eben zu aggressiven Verstimmungen kommen. Ne? Aber es kann auch sein, dass es euch mitnimmt, weil es eben in euer Partnerhaus reinzielt. Also wenn ihr einen schwierigen Partner habt, dann kann es da auch dann zu einem Streit kommen. Ich habe ja schon in der kosmischen Schwingung geraten, also Leuten, die zum Jähzorn neigen, zu Ausbrüchen neigen, wirklich aus dem Weg zu gehen. Und für euch kann das aber tatsächlich so sein, dass ihr das so ein bisschen anzieht, ohne es zu wollen. Und deswegen ist es für euch eben besonders wichtig, dass ihr in diese Energie reingeht, in die Energie der guten Visionen und notfalls dann eben auch die Gesellschaft von Leuten sucht, wo ihr ganz genau wisst, da seid ihr sicher, da seid ihr willkommen, da werdet ihr geliebt. Und wenn der Partner Schwierigkeiten macht, dann muss man ihn eben so lange mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Genau. Wie es dann im März weitergeht, das erfahrt ihr dann in dem nächsten Video. Und an der Verlosung könnt ihr teilnehmen, wenn ihr mir eine nette Nachricht postet. Also alle Abonnenten, die mir einen netten Kommentar posten, kommen in die Verlosung rein. 15 Minuten Kurzberatung, gerne auch mit einem weiteren Horoskop. Das kann ja für euch auch interessant sein für eine Partnerschaftsfrage. Wenn ihr weitere Fragen habt, stehe ich euch natürlich mit Rat und Tat und Horoskop zur Seite. Wie das funktioniert, erfahrt ihr über meine Webseite. Könnt ihr eine Beratung bei mir buchen oder ihr macht mal bei Antonias Sterne mit bei meinem Webinar. Da könnt ihr auch eine Frage stellen. Das nächste Webinar ist am 3. Februar. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im März wieder mit den nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, dass ihr gut klarkommt mit den Herausforderungen des Kosmos und dass ihr die positiven, schönen kosmischen Seiten auch genießen könnt. Alles Gute mit den Sternen.